Hallo im Küchengarten. Heute möchte ich gemeinsam mit euch gerne kreativ tätig werden, denn wir sind am Wochenende zu einer Hauseinweihung bei einem lieben Bekannten eingeladen und für den möchte ich etwas Spezielles basteln. Und zwar habe ich mir da Folgendes überlegt. Ich habe hier so ein Massivholzbrett aus Douglasie, welches auf der einen Seite ungesäumt ist. Und aus diesem möchte ich ein kleines Schild basteln, wo der Name seiner Familie draufsteht, sozusagen als Eingangsschild. Mal sehen, was mir sonst noch dazu einfällt. Ich habe geplant, das Schild in Form eines Häuschens zu schneiden. Deswegen messe ich mich hier zuerst einmal den Giebel aus und die Länge. Danach zeichne ich mir den Rauchfang ein. Dann schneide ich mit der Stichsäge alles zu, natürlich mit Hörschutz. Das macht das Arbeiten immer leichter. Und nun geht es an den Detailausschnitt. Zuerst hatte ich noch geplant, in der Mitte des Häuschens ein Herz auszuschneiden, aber das Brett ist sehr massiv und ich würde nicht um die Kurve kommen. Deswegen habe ich es weggelassen und nachher mehr Dekoration dort angebracht. Schaut doch schon ganz gut aus, oder? Und jetzt werden die Ränder mit so einem Schmirgelblock schön abgeschmirgelt, sanft gemacht und eine schöne Rundung wird erzeugt. Jetzt habe ich hier noch so Bilderösen, die werde ich auf der Rückseite des Holzschildes zum Aufhängen befestigen. Dazu messe ich mir zuerst einmal die Mitte aus, damit es auch ja gerade hängt. Und zwar habe ich das Befestigen dieser Bilderösen vor dem Anbringen etwaiger Dekoration auf der Vorderseite gemacht, weil wenn ich im Nachhinein dann noch hämmern müsste, würde ich sicher die Dekoration an der Vorderseite beschädigen. So, und jetzt geht es an die Dekoration meines wunderbaren Holzwerkes hier. Es ist mir wirklich sehr gut gelungen, gefällt mir ausgesprochen gut. Hier habe ich ein paar so Holzstreuteile, die ich gern verwenden werde. Und die werde ich jetzt mit Permanentmarkern anmalen, damit sie zu dem Holz einen schönen Farbklecks geben. Dann habe ich hier ein dunkelbraunes Stempelkissen und so einen Wischschwamm. Mit dem möchte ich nun die Kanten des Holzstückes ein bisschen abwischen, um ihm einen Vintage-Look, einen etwas gealterten Look zu geben. Das ist einfach ein Bonus, den ich gerne mache, weil mir das gut gefällt. Zeichne ich mir mit Bleistift den Schriftzug vor, so kann ich nämlich Fehler, die mir vielleicht passieren, wieder ausradieren und außerdem habe ich zuerst auch noch auf Papier geübt. Diese Vorlage ziehe ich nun mit Permanentmarker nach,
Da habe ich zuerst ausprobiert auf einem kleinen Restholz, ob der Stift in das Holz hineinblutet, also sehr verwaschen ausschaut, und habe mich dann für den entschieden, der das beste Resultat gebracht hat. Zu guter Letzt klebe ich hier diese Holzstreuteile noch mit einem wirklich guten und starken Klebstoff fest und lasse alles gut trocknen. Dieses Streuteil zeigt eine Position auf einer Landkarte an und hier werde ich jetzt links und rechts davon Längen und Breiten gerade ihre Adresse hinschreiben, aber das werde ich, glaube ich, besser nicht hier im Internet auf YouTube zeigen, weil ich denke, Privatsphäre ist wichtig. Aber ihr könnt es euch vorstellen. Und schon ist das Geschenk für die Hauseinweihung fertig. Super einfach und schnell, nicht wahr? Probiert es doch auch mal aus. Und wenn ihr das tut, dann wäre ich froh, wenn ihr mir vielleicht ein Foto von euren Ergebnissen schicken könntet. Das würde mich echt interessieren. Ich danke euch sehr fürs Ansehen meines neuen Videos. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da oder abonniert sogar meinen Kanal. Das würde mich sehr freuen. Dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche auch wieder hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!